Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Force of Nature mit eurem Robers. Wenn euch mein Content gefällt, wenn euch die Videos von mir gefallen, lasst mir gerne ein Like da und auch ein Kommentar wäre super, wenn ihr da lassen würdet. Das unterstützt und supportet meinen Kanal nämlich wirklich sehr. Gut, wir waren das letzte Mal hier am Sammeln, am Bauen, am Machen. Ich wollte im Grunde auch an dem Entdeckertisch endlich mal, durch das, dass wir Sulfur gefunden haben, ne? Hier Schwefelerz meine ich, wollte ich natürlich am Entdeckertisch jetzt auch die Alchemie erforschen. Ich habe schon mal Tinte und eine Schreibfeder hergestellt. Das heißt, wir können jetzt einfach mal hier die Erforschung durchlaufen lassen. Und dann hoffe ich auch gleich einmal, dass wir was bauen können. Und zwar können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Düngerlager, Alchemie... Oh, Düngerlager, okay. Alchemietisch, der wäre wahrscheinlich als erster... Oh, als erstes wichtig. Fackeln sind auf jeden Fall gut. Dazu brauchen wir allerdings Schwefel. Und Schwefel stellen wir wahrscheinlich hier im Alchemietisch her. Oh, da kann... Oh Mann, kann man da viel Zeug herstellen. Alter... Düngerlager kann innen und außen platziert werden. Nahe Saatbeete werden von hier aus mit Dünger versorgt. Reichweite 10. Das ist ja cool. Weinfässer. Nutzbarer Gegenstand herzustellen, kann innen und außen platziert werden. Warteschlangenplätze ein, Plätze für fertiggestellte Rohstoffe. Essig und Teufelsträne. Okay, Teufelsträne. Zauberwiderstand. Ach du Heiliger, was da noch alles kommt. Kompostbehälter Level 2. Ich muss mal gucken, kann man denn die dann... Oh, Moment. Schwefelschmelze müssten wir auch herstellen. Okay. Schaue ich dann erst einmal. Kann ich denn die dann... Ja, die kann ich tatsächlich upgraden. Okay. Da braucht man natürlich einiges. Für was habe ich denn die Sachen nochmal her? Ich habe das für irgendwas... Ach ja, stimmt. Für Dingsbums hier. Geh nochmal an die Werkbank ganz kurz. Elektroplasma. Ektoplasma, nicht Elektroplasma. Ja, Elektroplasma wäre wahrscheinlich auch ganz nett. So, Ektoplasma. Wir haben ein paar Splitter hier. Nicht da rein, da rein. Genau, so. Asche haben wir da noch und Eier. Warum habe ich da noch Asche und Eier? Ach so, weil ich Asche... Ja, okay. Das brauche ich nur jeweils einmal. Ist egal, das tue ich jetzt halt hier mit rein. Köhlerofen, wie weit bist du? Du hast gerade mal 24. Mann, Mann, Mann. 24. Das ist halt wirklich... Na, ich hier was herzustellen, es dauert halt einfach. Das ist ganz klar. Kupferbarren wollte ich herstellen. Da mache ich halt jetzt einfach mal so viel wie gehen. Das ist ja egal. Erze habe ich aber, glaube ich, nichts fertig, ne? Nee. Halt, aber ich kann die einfach wieder reinschmeißen, weil das ist mir jetzt halt ein wenig zu blöd, wenn ich damit rumrenne. Ja? Ach so, und das rein eher. Ich brauche unbedingt hier auch eine Kiste. Kistenwirrwarr ist es wieder. Ganz klar. Wir nehmen uns mal die 40 Bretter raus. Wir nehmen uns mal die 80 Nägel raus. Weil dann werde ich nämlich jetzt erstmal Truhen bauen. Was ist mit dem Korb? Haltbarkeit 30, Lagerplätze 7. Ach so, das Düngerlager hat sich da dazwischen gequetscht. Alles klar. Dann würde ich sagen, stelle ich eben jetzt mal... Boah, ist echt übel. Weil ich halt schon gar nicht mehr weiß, wo was, ne? Dann stelle ich die jetzt mal dahin. Und dann stelle ich hier einfach nochmal zwei Stück her. So, ja genau, bau mir die mal bitte. Dann würde ich sagen, hole ich mir mal noch ein paar Baumstämme. Ich war ein bisschen farmen. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Genau, mach mir mal 30 Bretter bitte. Die da kannst du rausnehmen. Bauen. Teleportal. Da brauche ich noch 5 Ton und 10 Steine.
5 Ton und 9, 10 Steine. Dann kann ich das Portal bauen. Dann möchte ich jetzt halt mal nämlich probieren, ob ich... Wir gehen jetzt einmal nach Scorpius, das ist mir jetzt halt erst einmal egal. Ich will schauen, ob ich in der Mine ein Portal hinstellen kann. Ich habe mittlerweile nochmal 30 Fallen hergestellt. Ich habe tatsächlich vergeblich versucht, eine Kuh zu fangen. Ich hatte 8 Netze verbraucht. Ich hatte sie einmal gefangen und dann hieß es plötzlich zu wenig Platz oder irgend sowas. Also total Mist. Ich habe tatsächlich, ja, 6, 7, 8 Fallen, ich glaube 6 oder 7 waren es, ich weiß es jetzt nicht, an Fallen habe ich verbraucht. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Normalerweise, also es war zumindest immer am ersten Teil so, dass man Portale innerhalb eines Gebiets aufstellen konnte. Die durften sich ja auch überlappen, ist klar, aber eben nicht zu nah. Und ich bin jetzt halt einfach mal gespannt. Läuft es jetzt richtig? Doch ja, da ist die Mine. Genau. Und ich möchte nämlich da unbedingt ein Portal hinstellen. Ich hoffe auch, dass das klappt. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Mine ist. Aber ist okay. Und ich hoffe auch, dass ich mal mehr oder größere Dinger bauen kann. Bambuskorb hat 24 Lagerplätze. Das wäre auch schon mal was. Und ein Schrank hat 48. Allerdings brauche ich da Bauarbeit Level 3, ne? Kommst denn du her? Ach so, das war die falsche Richtung, die ich da... Droppt halt wenigstens was, wenn ich euch schon hier ankratz. Ich könnte gleich noch ein paar... jetzt bin ich mir nicht sicher. Da bekomme ich, glaube ich, keine Bambusfrucht raus, ne? Nee, und auch bloß ein paar Stöcke, aber da müsste ich Kaktusfrucht, meine ich. Nee, da müsste ich Stämme rauskriegen und Stöcke. Weil das ist ja eine Palme. Ich schau mal, ob ich vielleicht noch irgendwo einen Kaktus jetzt finde. Ich bin natürlich da. Jetzt bin natürlich schon fast an allem vorbei. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein paar Ausdauertränke. Weil wenn ich jetzt schon da reingehe, ne, dann ist klar, dann... Schaue ich auch gleich, dass ich noch ein bisschen was farm. Kannst du das überhaupt bauen? Ach ja, gut. Ich hab... Ja, passt schon. Nicht wundern. So, in der nächsten Zeit, es wird wahrscheinlich so sein, dass immer so jeder... Dass es immer so ungefähr 4 bis 5 Parts gibt. Dann wird mal ein Tag Pause sein. Und dann nach dem Tag Pause geht es dann wieder weiter. Ist einfach so, dass ich ja, wenn ich auf Arbeit bin, nicht die Zeit habe. Deswegen werden auch meistens 4 oder 5 Parts eben am Stück produziert. Weil das ist relativ wenig das Problem, das zu machen. Weil da bleibe ich ja im Grunde dann auch konstant drüber sitzen. So, sorry, wenn ich das jetzt halt mache, aber ich brauche Kaktusfrüchte für meine Tränke. So, kannst du gleich wieder hier. Jawohl. Dann gehen wir mal in die Mine rein. Wir gehen aber ganz, ganz klar ein Stück vor, ne? Das ist... Ist das euer Ernst? Oh, du bist schon wieder auf den falschen Tasten. Jetzt weiß ich nicht, ob die mir nachkommen. Ich glaub's nicht oder hoff's nicht. Wo hast du dein Essen? Oh Mann, du sollst doch nicht die Fallen hier unten drauf haben. Du brauchst Essen. Ich habe zu wenig Essen dabei, ne?
Na gut, essen wir mal was. Was soll's? Das ist ja ein Rohstoff. Na gut, da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht, ne? Ich bin natürlich relativ voll. Jetzt vom Ding her, aber ist okay. Da 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 da. Da 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 da. Komm, heile, heile, heile. Und dann schieben wir uns noch eins rein und gehen wieder rein. Ich muss halt ein bisschen sachte machen. Kannst du den mit einem Schlag dann weghauen? Ich will nicht nochmal hierher. Oh Mann. Das waren halt die, die ich beim letzten Mal, als ich in der Mine war, mit hier vorgepult habe. Weil normalerweise wären die gar nicht da gewesen. Ist jetzt natürlich ganz toll. Weil ich eben nicht mehr dran gedacht habe, wegen Essen. Ich wollte halt jetzt unbedingt dieses dumme Portal bauen, ne? Komm, das reicht, um den fertig zu machen. Ist ja bloß noch der eine jetzt da. So, ich hoffe es zumindest. Zwei Stück habe ich noch. Schauen wir mal ein Stück vor. Und ich hoffe ja sehr, ne, dass ich das Ding bauen kann hier. Ja. Ich kann es bauen. Aber ich würde gerne noch weiter vorgehen. Am besten hier bis zu dieser Kreuzung wäre super. Ziehst du natürlich nichts, ne? Ist klar. Oh. So, das stellen wir jetzt genau hier an die Kreuzung. Ah, gut, dass er da ist und mir hilft. Nashira. So, jetzt müssen wir natürlich auch erst einmal gucken, dass wir hier irgendwie noch ein bisschen frei machen. So, ist gleich nochmal dein... Achso, ich hab gar nichts mehr. Dann ist in Ordnung. Also wir haben auf jeden Fall schon mal hier welche weg. Da sind wir ja recht weit hintergegangen, wenn ich mir jetzt das anschaue. Der Weg ist relativ weit weg. Von daher können wir Natursteingewalten, Altar und Cassiopeia. Genau. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ding dann heißt. Ob das Mine heißt oder wie. Gucken wir mal. Nashira heißt es. Okay. Nice. Finde ich das. Finde ich echt nice. Und ich denke, ich bekomme ja eine Meldung, weil es war ja gerade diese Fanfare oder Trompete oder wie auch immer man das nennt. So, dann hat es geheißen, ich solle auf jeden Fall einen Trog bauen für die Tiere, weil das nämlich sinnvoll ist bezüglich... Futter. Nimm die mal raus. Geh mal auf Bauen. Trog. Bauen. Ich denke mal... Warte mal, kann ich nicht... Sekunde. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Und zwar, dass wir das so hinstellen. Dann kommt nämlich das eine Tier nicht zum anderen rüber.
bin mal gespannt. So, und gleich mal hier. Dann kannst du auch gleich nochmal was zum Füttern nehmen. Ich müsste Wasser noch einstecken haben. Dann hätte man nämlich gleich nochmal die Schafe gefüttert. Und die Kuh bitte auch. So, dann gehen wir mal an den Trog ran. Trog, gereinigtes Wasser. Gereinigtes Wasser, okay. Einmal Wasser rein. Und Stroh rein. Das ist cool. Inventar voll. Yes. So, und dann ist jetzt halt nur die Frage, wird dann automatisch... Wo kommt dann eigentlich das? Warte mal. Halt den Gegenstand mittels linken... Ja, okay. Das heißt aber auch, dass die ja irgendwo das Zeug hintun. Oder stacken die das? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich warte jetzt das mal ab. Gegenstand fertig, Wolle. Milch. Ah, okay, also ernten muss man quasi noch selber, aber die Tiere versorgen sich dann quasi automatisch. Ja, das ist natürlich dann schon gut. Da ist dann aber auch die Frage, wenn ich jetzt halt hier... Vielleicht kann ich das dann später upgraden. Ich würde sagen, ich baue jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen Trog hin. Ne, dann ist es von beiden Seiten zugänglich. Dann packt man hier nämlich auch nochmal rein. Man kann dann auch... ich könnte hier eigentlich auch ein Tor reinbauen. Ne? Bretterzaun, Bretterzaun. Holztor. Da brauche ich allerdings Stöcke und Seile. Bin schon wieder übervoll mit allem. Ich brauche auf jeden Fall noch ganz viel Holz. Seile müsste ich eigentlich noch haben. So, wir gehen mal an die Werkbank und stellen nochmal 23. Ja, ist egal. Und machen wir halt nur mal 20 herstellen. Halt. Mitnehmen. So, dann können wir... Warte mal, du kannst gleich beide wieder voll machen. So. Zum einen, wir klauen der Kuh gleich ihr. Wir können ja auch... Wir tun das jetzt mal raus hier. Wir tun jetzt hier nur... Korn rein. Und da tun wir nur... Wasser rein. Das müsste doch normalerweise auch hinhauen, oder? Nee, tut's nicht. Okay, man muss tatsächlich ein Korn und ein Wasser reintun. Alles klar. Alles klar. Und dann nehmen. Okay. Dann passt ja. So, und du bist eh gleich fertig oder ihr zwei seid gleich fertig. Also kann ich euch gleich abfarmen. Nee, lass. Du wolltest hier ein Tor reinmachen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Bauen. Holztor. Das ist halt jetzt halt nur einmal drei, ne? Aber es würde jetzt nicht nochmal so stören. Dann nehmen wir das Ding. Und stellen es quasi auch so hin. Weil abreißen will ich nicht.
So, eins versetzen. Gefällt mir besser. Und dann können wir nämlich auch hier durchgehen. Das werde ich vielleicht auch irgendwann wegbauen und dann einfach nur ein Endstück oder was hinmachen. Jawohl, cool. Dann geht es natürlich auch ein bisschen flotter hier, ne? So, da tun wir dann gleich wieder das Kornzeugs rein. Was haben wir hier nochmal drin? Gar nichts. Also tun wir hier gereinigtes Wasser einfach mal rein. Da habe ich nochmal ungereinigtes Wasser. Passt. Auch wenn es bald hell wird, aber ich lege mich jetzt mal hin zum Schlafen, dann ist es immer angenehmer. So, Stöcke. Kommen da wieder rein. Baumstämme habe ich noch 3. Jetzt räume ich alles wieder weg, ne? Aber mir geht es jetzt darum, dass wir wieder ein bisschen Ordnung bekommen. Danke nochmal im Übrigen für den Baumwolltipp, weil ich habe total vergessen, dass ich ja Samen hier drin hatte. Das wurde mir dann nochmal in dem Kommentar gesagt. Da habe ich ja Baumwollsamen, ne? Echt übel. Gehe auf die 6, wir müssen mal wieder Wasser schöpfen. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich gleich 40, 80 und 120 ja, 120 Wasser geschöpft habe und dann immer ran an die Brunnen, das gereinigte Wasser raus und das ungereinigte rein. So habe ich das bis jetzt dann gemacht. Das passt auch optimal, wenn ich am Schöpfen bin, dann reicht die Ausdauer ungefähr genau dafür aus, dass ich das mache. So, herstellen, die kommen raus. Dann brauchen wir den Dünger. Und genau. Dann tun wir gleich wieder Baumwolle pflanzen. Jetzt allerdings habe ich nicht mehr so viel Dünger. Das heißt, ich sollte da auch mal gucken. Auch am Lagerfeuer gibt es was Neues. Okay. Die Wege sind halt weit, ne? Es würde mich allerdings auch reizen, erstmal das da auszubauen, ne? Deswegen hatte ich, glaube ich, auch die Bretter und das Ding. Okay, wir brauchen Stroh und Erde. Erde. Wir brauchen Kupferblech. Wo haben mich die Kupferbleche jetzt nochmal hin? Hatte ich die? Okay. Da habe ich jetzt nur eins drin. Amboss. Kupferblech. Bitte dreimal herstellen. Nägel. Bitte so viel herstellen wie geht. Ich brauche jetzt eigentlich nur ein einziges Kupferblech erstmal. Weil ich möchte jetzt nicht tausendmal hin und her laufen. Deswegen machen wir jetzt mal das eine Kupferblech. Dann hole ich noch Bretter, wenn die fertig sind. Danke. Jawohl, 20 Bretter. Die habe ich jetzt dummerweise rein, aber es macht nichts. So, dann können wir nämlich die zwei aufwerten. Gib zu, es geht nicht nur mir so, dass man dann doch wieder irgendwas vergisst. Passiert euch mit Bestimmtheit auch. So, aufwerten. Ah, das ist gut. Und dann auch hier nochmal aufwerten. Bin ich mal gespannt. Es müsste ja dann um einiges mehr sein, was wir dann rausbekommen. Wir haben aber hier auch nochmal Dünger, ne? Dann bau du mal die Dinger auf. Ich habe den Dünger einstecken. Dann kann ich gleich nochmal Baumwolle anbauen da hinten.
Samen habe ich auf jeden Fall genug. Hab ich doch. Ach so. Nee. Das hat schon gepasst, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum es gerade nicht gegangen ist. 4 Stück, ne? 4, 4. Pflanze. Mach. So, Samen. Ich tue hier den Dünger wieder rein. Ich tue hier ein paar Baumwollsamen rein. Dann tue ich hier sonst nichts mehr rein. Okay. Dann gehen wir ganz kurz am Webstuhl und lassen die Baumwolle durchjagen, so viel wie geht. Oder fast zu viel. Fast so viel wie. So, dann haben wir das da und wir haben Baumwolle drin, was hier auch schon mal gut ist. So, hier kommt noch rein die Feder. Sonst nichts. Okay. Amboss läuft. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Code 13. Schneiderei Zubehör. Ich glaube, da habe ich die Spitzhacken drin. Ja. Hat zwar nicht unbedingt da was zu suchen, aber ist in Ordnung. Und wir brauchen auf jeden Fall Essen, ne? Ich kann nicht ohne Essen losziehen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Kochstelle, was denn da neu ist. Am Kochtisch. Fleischpastete. Okay, da brauche ich allerdings Mehl, Fleisch und Essig. Gesundheit 45 in 20 Sekunden. So, Spiegeleier kann ich mir sofern machen, ich dann auch das da habe. Ah, guck mal, aber Essig brauchen wir dafür. Und der Essig war nochmal am Dingsbumstisch, an dem Alchemie... Nee, am Weinfass war das. Am Weinfass, oh Mann. Es ist schon wirklich viel, ich muss es sagen, es ist viel. So, wir brauchen 20 Seile. Zwei Kupferbleche. Wir gehen mal am Amboss und holen dann mal nur die zwei Kupferbleche raus. Okay, wir holen die Nägel auch raus. Okay, das waren jetzt genau 20, das ist okay. Wir brauchen 30 Bretter, alter Schwede. Und wir haben natürlich kein Holz. So, das bringt uns natürlich wieder zu dem Punkt, an dem wir einmal kurz auf Farming gehen können. Ich guck mal noch ganz kurz, dass wir nach Möglichkeit nochmal ein Kühlein holen. Ich kann ja alle Feinde und Tiere wieder spawnen lassen, ne? Das wissen wir ja über die, über den Schlafsack. Nein! Mach langsam. Lass die erstmal stehen. So habe ich es jetzt vorher nämlich gemacht. Ich lasse sie stehen. Dann warte ich ein bisschen, weil die dreht sich irgendwann mal. Und ich hoffe auch in die richtige Richtung. Ja, und normalerweise sollte es... Zähmen! Nicht ausreichend Platz? Nein! Nicht ausreichend Platz für dieses Tier bauen. Ach, eine Unterbringung notwendig. Jetzt hör doch auf, ich hab doch ein... Ich hab doch hier extra den Kuh-Dingsbums... Platz für ein Tier.
Oh Mann. Ich hab, weil ich keinen Kuhstall hab. Deswegen. Oh Mann. Deswegen, ich habe mich schon... Ich habe immer nur gelesen, kein ausreichender Platz oder sowas. Und dann bin ich schon wieder der Kuh hinterhergerannt, ohne zu schauen, was eigentlich... Jetzt habe ich keine Bäume gefunden. Oh Mann. Ja, mei. Ne? Also wenn, dann richtig. Ja, du sollst ja auch die Axt nehmen und nicht den Knüppel. Oh Mann. Am besten wäre eigentlich mal loszuziehen und alle Bäume wegfarmen, die man so findet, um die Kisten voll zu machen. Ein einziger Baumstamm, willst du mich veräppeln? Na gut, es sind halt nur kleine Bäumchen, ne? Nee, da war aber jetzt mehr drin. Da waren jetzt zum Beispiel 5 Baumstämme oder sowas, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir brauchen auf jeden Fall viele Holzstämme. Mir ist es auch egal. Ich farm die ganze Karte ab, wenn es sein muss. Was jetzt echt da Stöcke liegen lassen? Gut. Wie viele Stämme habe ich? 28, 58. Komm, dann mach nochmal einen Baumstamm, bitte. So, dann müssen wir jetzt erst einmal Bretter herstellen. Waage? Ach, das ist als Werkzeug dann wahrscheinlich gedacht, ne? Die Waage. Ja, Werkzeug steht ja da. Okay, alles klar. So, 60. Ja, machen wir 60 Stück. Dann haben wir immer noch so Baumstämme. Ich brauche 15 Bretter, bitte. 13. 14. Und da kommt schon die 15. Gut. Das andere lasse ich auch verballern, ist klar. Weil das... So. Meine liebe Kuh. Kuhstall. Moment. Was ist das da drüben? Das ist doch ein Schafstall, oder nicht? Danke. Schafstall, genau. So, und die Scheune ist im Grunde für nichts. Bauen. Kuhstall ist ausgewählt, Stufe 2. Ich stelle den jetzt mal ganz kurz daher. Dann tue ich die Scheune weg. Und Kuhstall, denke ich mal, wird dann auch 2 oder 3 Tiere benötigen und unterbringen.
So. Kuhstall, Platz für 5 Tiere, alles klar. So. Dann würde ich sagen, machen wir das zum nächsten Mal, dass wir losziehen und noch eine Kuh holen. Ah, okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst Kommentare da. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen und natürlich auch supporten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.